55. Irgendwas zum draufklatschen. Sechs, komm. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zwölf. Dreizehn. Nein, hätte ich noch mal. Wie viel wären das auf 60? Was denkst du? Das kann man nicht so umrechnen. Aber wären schon 5. Auf jeden Fall, ja. Und die schaffe ich auch, ja. Meine Schulter tut weh. Ich muss jetzt mal zeigen, was für die Schulter ist. Macht ja auch der Ralf gerne. Hey Leute, also jetzt kommt die Mobilisationsübung für die Schulter. Das ist wichtig. Jetzt, das mache ich zweimal am Tag in Zukunft. So ein Band, das werden wir dann in der Beschreibung verlinken, wo ihr sowas bekommen könnt. Oder falls ihr was schon daheim habt. Und oder für die ganz Harten, die nehmen einfach einen Fahrradreifen, schneiden den Fahrradreifen auf, Fahrradreifen und nehmen den. Das ist die teure Variante. Also was ihr macht, ihr geht nach vorne, geht runter, geht nach hinten, das hat der Ralf gezeigt. Und jetzt auch von der Seite. Muss halt immer versuchen, jedes Mal das Band ein bisschen so noch enger zu spannen. Aber das merkt man halt richtig gut, auch in der Brust dehnt es krass. Es dehnt schön durch, vor allem ist es mal was anderes. Ich zum Beispiel habe einen Trainingsplan eingeplant, wo ich überall diese Kleinigkeiten mache, ja. Dehnen, Cardio, Bauch, seitlicher Bauch, Nacken, diese ganzen Unterarme, die ganzen Sachen, die eben zu kurz kommen im normalen Training, sowas solltet ihr auch machen. Also das waren jetzt wie auf 13 Stück, mal sehen, wie ich mich verbessere in der Zukunft. War aber schon ganz okay, ja. Also Timmy, du hast wieder herausgefordert, ja. Ich Karl im Arm drücken. Schon wieder einen bösen Fehler begangen. Soll nicht rechts an, oder? Also, wie machen wir es mit den Füßen? Ja, hier so irgendwo. Ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied. Okay, ja dann. Den Arm ohne festzuheben rein, also ohne festheben, ja. Dann komm einfach nur hier so hin, ja. Ich muss erstmal richtig. Ja, ich will auch nicht safe.